Ich habe mit dem Medellin-Kartell mehr als 420 Millionen Dollar pro Woche verdient. Als ich mich stellte, baute ich ein Luxusgefängnis, La Catedral, was eher wie ein Hotel war. Ich hatte einen Fußballplatz, eine Bar und sogar einen Jacuzzi. Mein Name ist Pablo Emilio Escobar Gaviria. Und das ist meine Geschichte. Geboren am 1. Dezember 1994 in Rio Negro, Kolumbien, in eine Familie der Arbeiterklasse, war mein Leben von Beginn an ein Kampf ums Überleben und um Anerkennung. Als junger Mann erkannte ich schnell, dass die Welt durch Macht und Geld regiert wird. Zwei Dinge, die außerhalb der Reichweite eines einfachen kolumbianischen Jungen zu liegen schienen. Doch ich war entschlossen, meine eigenen Wege zu gehen. Es begann mit kleinen Gaunereien, aber der echte Spielwechsel kam, als ich in den 70er Jahren das enorme Potenzial des Kokainhandels entdeckte. Es dauerte nicht lange und ich hatte ein Imperium aufgebaut, das seinesgleichen suchte, das Medellin-Kartell. Im Jahre 1980 waren wir die größten Kokainexporteure der Welt. Geld strömte in Strömen und mit ihm kam Macht. Aber es war eine gefährliche Macht, eine, die ständig von Rivalen und dem Gesetz bedroht wurde. Ich hatte den Ruf, gnadenlos gegenüber meinen Feinden zu sein, aber zu Hause war ich ein anderer Mann, ein Familienvater, der sich nach einer friedlichen Existenz sehnte. Die Höhepunkte meiner Macht in den 80er Jahren waren schwindelerregend. Ich galt als einer der reichsten Männer der Welt und mein Einfluss erstreckte sich weit über die kolumbianischen Grenzen hinaus. Ich gab Millionen für die Armen aus und baute Häuser, Krankenhäuser und Schulen. Viele sahen mich als einen modernen Robin Hood, aber diese Wohltätigkeit war getränkt in Blut, das Blut derer, die sich mir in den Weg stellten. Meine Welt war eine aus Widersprüchen. Während ich einerseits von vielen Landsleuten verehrt wurde, führte mein Aufstieg zu einem erbarmungslosen Krieg gegen den kolumbianischen Staat und zu unzähligen gewaltsamen Konflikten mit konkurrierenden Banden. Ich hatte den Mut, das Parlament zu betreten und mich für eine Abgeordnetenstelle zu bewerben, nur um festzustellen, dass die politische Welt genauso korrupt war wie die Unterwelt, vielleicht sogar mehr. Die Dunkelheit meines Lebensweges wurde immer deutlicher, als der Druck auf mich wuchs. Mein Kampf gegen die Auslieferung an die Vereinigten Staaten war erbittert und blutig. Es folgten Jahre der Flucht und Verstecke, Jahre, in denen ich sah, wie mein Reich bröckelte und meine Liebsten in Gefahr waren. Am 2. Dezember 1993, einen Tag nach meinem 43. Geburtstag, endete mein Leben mit einer Kugel, als ich über die Dächer der Häuser Medellins lief, gejagt von denen, die ich einst beherrscht hatte. Mein Tod markierte das Ende einer Ära, die in der Geschichte des Drogenhandels ein dunkles Kapitel darstellt. Manche nennen mich einen Monster, andere einen Helden. Meine Geschichte ist ein Lehrstück darüber, wie Gier, Gewalt und Macht einen Menschen formen und letztlich zerstören können. Es ist ein Spiegelbild der komplexen Natur der menschlichen Seele, die zugleich fähig ist zu tiefem Mitgefühl und erschreckender Brutalität.